Mit Dustin Hoffman teilte sich Gene Hackman einst eine Wohnung zu Studentenzeiten. Und eigentlich wurde beiden keine große Zukunft in der Schauspielerei vorhergesagt. Gerade Gene Hackman entsprach mit seiner Knollnase nicht gerade Hollywoods Schönheitsideal. Doch es kam alles anders. Filme wie Brennpunkt, Brooklyn oder Erbarmungslos machten Gene Hackman unvergesslich. Ja, mit 2 Oscars ging er vor mehr als 10 Jahren dann in den Ruhestand. Doch wer ihn kennt, weiß, er ruht so gut wie nie. Heute gratulieren wir zum 85. Geburtstag. Ich bin unamerikanisch. Was denn das? Wenn du nicht der Erste bist, der Beste, der Größte, wenn du nicht gewinnst, dann bist du kein Amerikaner. Vorstellbar, dass Gene Hackman auch im wirklichen Leben so denkt, also völlig unamerikanisch. Jahrzehnte nach seinem Ritt durch die Prärie in 700 Meilen westwärts outet er sich als erklärter Gegner amerikanischer Geheimdienste. Zu einer Zeit, als die Deutschen das Kürzel NSA möglicherweise noch für den Namen einer Musikband gehalten hätten. Ich wünsche mir, dass die Zuschauer eine kleine Paranoia entwickeln in Bezug auf das, was bei der Regierung passiert. Zwischen dem legendären Western und Staatsfeind Nummer 1 liegen knapp 25 Jahre. Hackman hat vielleicht das Pech, dass der liebe Gott gerade Urlaub oder frei hatte, als er bei ihm sein Paket Schönheit und Sexappeal abholen wollte. Andererseits hatte das Glück, dass er irgendwie nie älter wurde. Hackman sieht seit jeher aus wie Hackman. Mit 65 in Snap Shorty, genau wie mit 40 in French Connection. Die frühen 70er, als es mit seiner Karriere raketenartig nach oben ging. Verändert hat sich in all den Jahren einzig seine Stimme, genauer gesagt seine deutsche Stimme. Wo ist Ihr Bier? Seit 1988 Mississippi Burning. Das war der erste. Und für ihn die zugleich schönste Rolle, die Gene Hackman je spielen und die er synchronisieren durfte, Hartmut Neugebauer seit eben jenem Südstaaten-Drama Mississippi Burning die deutsche Stimme der Hollywood-Ikone. Tu mir einen Gefallen. Ich wäre gerne ein bisschen mit dir und den Kindern zusammen. Möchten Sie mitkommen? Ich weiß ja, ich weiß. Es klingt unerhört, aber denken Sie drüber nach. Es war für mich eigentlich der Schauspieler, den ich immer am liebsten synchronisiert habe, weil vom Ausdruck, vom Spiel, vom Lachen, weil er ungeheuer viel mit den Augen macht. Den braucht man nur in die Augen zu gucken und dann geht's schon los, dann ist man drin in der Rolle. Dabei war zunächst der einzige Hinweis auf eine erfolgreiche Schauspielerkarriere, dass sich Hackman anfangs die Bude mit einem ebenfalls erfolglosen Kollegen teilte, Dustin Hoffman. Heute sind beide zweifache Oscar-Gewinner. Das Einzige, was mich überrascht, sind die Menschen, die manche Menschen heiraten. Geheiratet hat Hackman 2-mal, die zweite Ehe hält seit 23 Jahren, sein letzter Film ist auch schon wieder 10 Jahre her. Hackman wollte nicht mehr drehen, schade, sagt da seine deutsche Stimme. Ich würde mir wünschen, dass er mindestens 100 wird und dass er mindestens noch einen Film macht, damit ich ihn auch dann noch sprechen kann. 15 Jahre hat Gene Hackman dafür noch Zeit, heute wird er 85. Ich möchte auch so gut aussehen wie Sie. Ich bin überzeugt, dass ich das schaffe. Es dauert eben nur etwas länger. Erst recht mit 85, aber wenn es einer schafft, dann er.